Willkommen bei Eatery Berlin. Mein Name ist Ben Donat und ich zeige dir, wie du Skier-Soufflé mit Nektarinen zubereitest. Du benötigst Skier, Eier, Nektarinen und Lavendel. Die Eier trennen. Dabei die Eigelbe zum Skier geben. Mit Vanille würzen und einen Teelöffel Stärke zugeben. Dann mit einem Schneebesen vermengen. Die Nektarinen entscheiden. Dann in Würfel schneiden. Eine kleine Pfanne erhitzen. Zucker. Und etwas Wasser hineingeben. Ist der Zucker karamellisiert, die Nektarinen zugeben. Kalte Butter dazu. Und vorsichtig durchschwenken. Karamellisieren lassen. Mit Lavendelblüten abschmecken. Anschließend die Nektarinen in gefettete Form geben. Und beiseite stellen. Für die Soufflé-Masse das Eiweiß in einen Rührkessel geben. Etwas Salz und nur ein wenig vom Zucker zugeben. So kann das Eiweiß besser aufschlagen. Den restlichen Zucker nach und nach zugeben. Der Eischnee sollte steif, aber cremig sein. Mach den Test. Nun eine Hälfte des Skyr-Mix zum Eischnee geben und vorsichtig unterheben. Den restlichen Skyr-Mix beigeben und ebenfalls unter die Masse heben. Seid aber vorsichtig, sonst verliert die Masse an Volumen. Dann die Soufflé-Form füllen. Etwas Wasser zugeben und bei 190 Grad Celsius für 25 Minuten im Ofen backen. Ist die Zeit um, vorsichtig aus dem Ofen holen. So luftig. Anrichten ist ganz einfach. Lediglich stürzen, denn das Kompott ist schon dabei. Lass es dir schmecken. Das verlinkte Rezept findest du unten in der Beschreibung. Dir gefällt dieses Rezept und du möchtest mehr sehen? Folge einfach meinem Kanal. Ich freue mich natürlich auch über deinen Like oder Kommentar. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.